Quest, geben wir die Quest hier ab. Wahrscheinlich wieder dort oben. Jetzt. Okay. Wenn wir die Quest hier beenden, können wir die Quest noch annehmen. Sonst müssen wir halt warten. Jetzt kommen bald die Elementar-Quests, die können wir auch noch nicht machen alleine. Da müssen wir warten, bis jemand hilft von der Gilde. Aber wir schauen mal. Vielleicht gehen wir nach Hopstadt mal. Da gibt es viele Quests. Oder es bringt irgendwie nichts so. Seine Quest. Also gehen wir mal wieder runter nach Gokstadt. Weil wenn wir jetzt nach Hopstadt gehen, dann hat es dort so viele Quests, dass wir die nicht alle annehmen können und dann müssen wir wieder sowieso zurück. Also gehen wir lieber nach Hopstadt, Gokstadt, so rum. Und ja. Diese Namen nehmen, Gott, oh Gott. Kane verwischt, ja. Oh, das war der. Genau. Schon 15, cool. Ja, ich bin wieder müde. Aber diesmal nicht, weil ich zu wenig geschlafen habe, sondern zu viel geschlafen habe. Ich bin erst aufgewacht. Ich bin so müde. Ich konnte endlich, weil ich die Tabletten abgestellt habe, die Antidepressive. Damit konnte ich wieder besser schlafen. Also ohne mit. Was riesiger, bissiger. Da gefangen. Mal schauen, wie es halt hier rankäst. Oh, cool. Nein, das ist nur unfair. Was ist noch? Bisschen wenig hier. Hoffentlich kommen hier vorne noch. Sieht nichts aus. Hat wahrscheinlich wieder eine vorgefarmt. Ja, das Gebiet dann verlasse wahrscheinlich. Sind da gar keine. So, hier ist der. So, sitzen wir.
wir mal die zwei. Gut. Noch einen. So, Werwolf. Bisschen da. Ja, toll. Oh nein. Ich wollte den eigentlich nochmal angreifen, damit der Zauber nicht die zwei Buffs nicht unnötig war. Aber der ist rot. Lieber nicht. Auch wenn ich ihn besiegen könnte. So, ja, wir müssen runter. Aber wir müssen ihn doch besiegen. Oh nein, das sind diese. Okay, die sind nämlich gelb. Ja, es sind Blitz. So. Jetzt Frettchen. Zuerst mal heilen. Die Frettchen waren auch hier irgendwo. Wahrscheinlich weiter vorne. Da war nämlich nichts. Ah, da war eins. Das ist jetzt gerade gespawnt, aber habe ich das übersehen? Ja. Das ist wieder mal eine, wenigstens eine Grind-Quest, nicht so eine Lauf-Quest. Ist gut. Sie ist auch ein bisschen umfangreicher. Und weniger hohe Zahlen beim Töten von Monstern. Das beste Mittel gegen trockenen Mund sind Schokolade. Und Rivella. Schweizerisches Getränk, wer es nicht kennt. Aus Milchsäure. Hat so einen süßlichen Geschmack. Ja, kann es jetzt nicht sagen. So, Frettchen. Frettchen, wo seid ihr? Das größte Problem in Regnum ist die Gegnerarmut. Man findet die Questgegner einfach nicht. Man muss ganze Zeit muss man suchen. Es ist ein Online-Game, da kann schon mal mehr Monster auf dem Weg sein. Aber wieso muss es nur irgendwie 5 Stück sein auf der ganzen Welt verteilt? Also für die anderen Völker auch noch. Die machen so viel Schaden, also schnell Schaden. Das ist extrem.
schlecht in die Augen. Von einem Frettchen bekommt man einen Wieselzahn. Okay. Und Nacktmullenzähne. Das ist etwas anderes. Ganz anders. So. Jetzt noch das letzte Wiesel. Wo ist es? Frettchen. Was war das? Hallo? Frettchen, ich muss dich töten. Kostet auch nichts. Hallo? Frettchen, jetzt komm. Let's play, ich kann nicht warten. Mäh, mäh. Hallo? Es geht gar nichts mehr. Jetzt warte ich, bis das wieder spawnt. Weil das sonst schon reit hier, kann ich nicht. Hier. Nix. Ah ja, Erfolg kann ich mal anschauen. Er hat eine Auszeichnung in 0. Ich hab doch Auszeichnung bekommen. Ein Monster besiegt geht nicht mal. Wieso denn das? Ist, wurde das deaktiviert? Wieso Werwolf? Wie kann man sich zum Werwolf fahren? Kommt das eventuell? Das ist nicht normal. Zwei Frettchen sind umherum. Und beide habe ich schon getötet und spawnen irgendwie nicht. Geht doch nicht. Also ich laufe jetzt nach hinten. Und spawnen die plötzlich jetzt. Hm. Ja, ich kann nicht mal über die Mauer springen. Hallo Bären, habt ihr Frettchen gesehen? Oder sind sie wieder in einem anderen Gebiet? Hier ist ja eins. Okay, das ist noch. Ja, das ist noch der Gang. Aber so weit hinten hätte ich ihn nicht gesehen. So, und jetzt gehen wir zurück am Anfang. Ja, ist näher und weniger qualvoll. Dann gehen wir nach, wie heißt das? Birka und dann nach Gokstadt. Gokstadt. Heute schaue ich, dass ich länger Livestream machen kann. Gestern war ja das mit dem Rücken noch ein bisschen blöd und ich war sehr müde. Und ja, heute muss ich schauen. Wir können ein anderes Game spielen oder wir können eine Rechnung spielen, was ihr wollt. Ihr müsst nur zuschauen und kommentieren. Ganz einfach. Kann jeder zuschauen, er muss nicht angemeldet sein. Aber zum Chatten müsst ihr angemeldet sein bei Twitch.
Aber die Anmeldungen sind so leicht, also das könnt ihr auch ganz easy schnell machen. Ihr müsst nur eine E-Mail-Adresse haben. So. Nein. Gut. Hier ist ja nichts mehr. Nö. Also gehen wir nach Birka. Hier können wir mal wieder... Nein, wir machen hier nicht. Können wir es noch in Gokstad gebrauchen. Also wollen wir es in BK machen, ist näher an einem zusammen. Wir machen es in BK. Ja, schon Level 26, das geht so schnell. Jetzt noch. Ja, ich muss bis zum 8. Januar warten, bis ich Geld ausgeben kann. Weil wir sind gerade im Umstellen der Kreditkarte und so. Und ich habe keinen Bock, Paysafe Card zu holen. Oder ich könnte Paysafe Card holen. Ja, hey, da ist Heiligabend, ja. Mal schauen. Schade, dass ich heute noch Paysafe Card machen kann. Aber dann bin ich auch jetzt in BK, damit ich euch nicht noch qualvoll mit dem Gelaufe vertreibe. Nein, Scherz. Ihr bleibt schon da, gell? Stimmt's? Stimmt's? Nein, Scherz. Ja. Ist dann besser mit einem Schlachtpferd zu haben, zu reiten. Ja, ich werde die Spezialversion kaufen für 45 Euro. Die beinhaltet ein Schlachtpferd, sehr viele zusätzliche Xins, das sind die Währung, die Echtgeldwährung vom Spiel. Dann ein paar Event-Items und ja, Kostüme. Und was weiß ich noch? Ist recht günstig. Weil ein Schlachtfeld kostet schon mal 15 Euro. Dann diese Ximmerin für 114 Euro irgendwie so. Das ist extrem viel. Dann so Kostüme kosten noch extra. Aber der Gesamtwert ist 115 Euro, glaube ich. Oder so etwas. Und man bekommt es für 45, das ist richtig gut, wenn man Fan ist. So. Hier ist alles fertig. Okay, damit beende ich die Folge für heute nicht, aber für diese Aufnahmesession. Ich nehme heute Abend nochmals auf und livestreame auch nochmal ein bisschen. Und wir sehen uns dann. Tschüss, bye bye.